Es ist soweit, wir haben genug starke Pokémon gesammelt, um uns im Battle Royale behaupten zu können. Doch, bevor wir den Battle Royale aufsuchen, werden wir mal ein bisschen diese unterschiedlichen Einheiten hier unten benutzen. Zum Beispiel Attacke dazulernen. Wir können Attacken dazulernen. Wir müssen halt ein bisschen bezahlen, 200 Poke, sag ich jetzt mal in diesem Fall. Und eine zufällige Attacke wird ausgewählt. Und herauskommt Fassade. Aber wir müssen zum Glück nichts dazugeben. Fassade, normal, 3 Sterne, richtet bei Statusveränderung den doppelten Schaden an. Da wir auch nur eine Attacke können, können wir es einfach dazulernen. Und Nidorino kann jetzt 2 Attacken. Ah, Fassade ist ja fast gleich. Nur, dass ich nicht so schnell vorwärts komme. Dafür macht es aber auch mehr Schaden. Irgendwo muss ja auch ein Ausgleich sein. Pokémon anhören können wir auch. Mit Poke oder mit Passwörtern. 800 Poke möchte ich jetzt nicht unbedingt dafür ausgeben und ein Passwort habe ich im Moment nicht. Bleibt also nur noch Pokémon verabschieden. Du lässt diese Pokémon gehen, vielleicht bekommst du ein Abschiedsgeschenk von ihnen. Hier können wir Pokémon, die wir gesammelt haben, aber nicht mehr brauchen, freilassen. Zum Beispiel Doppelte. Lassen wir mal Shigi gehen und Habitak. Und wen denn noch? Radfratz. Ja, und Carpador. Wir lassen die einfach mal gehen. Sollen diese ausgewählten Pokémon verabschiedet werden? Yep. Macht's gut allerseits. Du hast 137 Poké als Abschiedsgeschenk von den Pokémon erhalten. So bekommt man Geld. Man wird später unglaublich viele Pokémon einsammeln, von denen man die meisten allerdings nicht braucht. Die lassen sich also hervorragend zu Geld machen. Jetzt aber genug gelabert. Auf ins Kampfgetümmel. Battle Royale, wir kommen. Battle Royale Regeln. Besiege alle Gegenspieler. Abgelöst wird erst nach dem K.O. Heißt, wir können hier nicht mittendrin einfach unsere Pokémon wechseln. Erst wenn wir besiegt sind. Läuft die Zeit ab, verlierst du. Bringt also nichts, wenn wir einfach nur überleben. Wir müssen alle Pokémon besiegen. Und los geht's. Inklusive 3 besonders starke Gegner. Von Typ Wasser, Elektro und Feuer. 3, 2, 1... Fight! Und auf geht's! Das erste Pokémon haben wir schon mal besiegt. Wir können zusätzliche Zeit aufsammeln. Ich muss sagen, Nidorino kann sich hier ganz schön gut durchschlagen. Immer schön vor dem Rangliebe nachnehmen. Es kommen auch mal wieder neue Pokémon rein. Hier können wir leider keine Pokémon für unser Team anwerben. Was ziemlich schade ist. Manchmal sieht man hier ganz schön starke und beeindruckende Pokémon, die sich dann leider nicht mitnehmen lassen. Die müssen wir dann halt anderweitig auftreiben. Da oben in der Ecke sehen wir auch, es sind noch 31 Pokémon übrig. Jetzt nur noch 30, 29. Und kurz vor Ende kommen dann die besonders starken Pokémon. Um nochmal eine letzte Herausforderung zu bieten. Hier können sich auch die gegnerischen Pokémon gegenseitig wehtun. Es ist nicht so, dass die nur alle auf mich zielen. Nee. Das wäre dann ein bisschen unfair. 14 sind noch übrig, wir haben es also fast geschafft. Jetzt kommen sie, die 3 besonders starken. Aquana! Blitzer! Und zu guter Letzt... Flamara! Hier wird es also noch mal ein bisschen knackig. Wollen wir erstmal die kleinen Pokémon aus dem Weg? Bitte raffinieren, wow! Ein elektrischer Biss. Drängen wir Blitzer mal ein bisschen in die Enge. 6 Pokémon sind noch übrig. Und oh, 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 jetzt kriegt Nidorino doch ganz schön was ab. Nur noch Aquana und Flamara stehen. Nehmen wir sie uns vor. Zack, 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 zack. Und weg mit dir. Das letzte Pokémon fällt. Und Nidorino hat gewonnen. Für diesen beeindruckenden Sieg gibt es eine ganze Menge Cash. 500! ...60 Pokémon wurden insgesamt besiegt. Und wir steigen auf. Du hast den Battle Royale Rang C gewonnen. Der Wunderschlüssel wurde hochgestuft. Was bedeutet, wir können zur nächsten Ebene überspringen. Im Battle Royale wartet noch ein höherer Rang auf dich. Nutze das Sprungkissen, um zum nächsthöheren Rang zu gelangen.
Das wird also noch gefährlicher als bisher, hä? Wer ist das? Der Aufstieg zum Champion hat gerade erst begonnen. Hier sehen wir ein Pokémon, dem wir wahrscheinlich noch gegenübertreten werden. Ich denke, wir wissen alle, wer es ist. Und wir sind auf Rang B angekommen. Wieder versperrt. Wir brauchen diesmal Pokémon mit Stärke 200. Und die Stages sind eigentlich genau die gleichen wie vorher, nur ganz leicht modifiziert. Der größte Unterschied ist eigentlich nur, dass dort andere Pokémon rumlaufen. Fangen wir also wieder auf der Stillhaine an. Jetzt sind hier Hornius, kleine, süße... Ja, was heißt süß, ey? Hornius ist nicht süß. Einfach kleine, eklige Gift-Pokémon. Das nehmen wir noch eben mit. Ist ja ganz schön stark, aber ich werde es bestimmt nicht einsetzen. Ab auf das Sprungkissen und weg geht's. Auf, dass wir hier noch gescheite andere Pokémon finden. Zum Beispiel Blutzuck! Blutzuck! Weg mit Blutzuck! Blutzuck schließt sich an. Und ein waches Pikachu ist auch hier, das nicht mitkommen will. Schade. Habe ich gerade einen Blutzuck mit 172. Wow. Nur leider taugen die Attacken nichts. Zack, zack, nochmal Blutzucks. Hat dieses Blutzuck vielleicht mehr drauf als das andere? Nein, es ist ja noch schwächer. 88, ich setze doch kein Pokémon mehr ein, was unter Stufe 100 ist. Das sieht schon besser aus. Auf die nächste Ebene, Jump Nidorino. Nidorino, ja, Nidorino. Nochmal Blutzucks. Und ein Omot ist auch mittendrin. Also schön vorsichtig sein. Ich finde es auch schade, dass so viele Leute Pokémon Rumble so kritisch bewertet haben. Es ist halt kein Spiel, was irgendwie sonderlich tief war. Es ist einfach nur ein unkompliziertes Hau-drauf-Spiel, was vor allem im Mehrspielermodus Spaß macht. Aber das scheinen ja so manche Leute nicht so ganz verstanden zu haben. Es ist einfach nur das Steuerkreuz, die zwei Angriffsbutton und mehr braucht man eigentlich nicht. Dass die Leute dann immer sagen, dass es im Mehrspielermodus so viel einfacher wäre. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Je mehr Mitspieler man hat, desto schwieriger ist es eigentlich. Denn egal wie viele Mitspieler man hat, alle haben insgesamt nur 3 Leben. Und wenn man zu viert spielt, dann verliert man recht schnell diese 3 Leben. Vor allem, wenn man sich zusammen am Battle Royale versucht. Diese Erfahrung habe ich durchaus schon gemacht. Also soll mir bloß keiner was von wegen, das ist im Mehrspielermodus einfach sagen. Am einfachsten ist es immer noch alleine. Da hat man schließlich alle 3 Leben für sich. Dafür macht es alleine aber auch nur halb so viel Spaß. Das, was dem Spiel so ein bisschen fehlt, ist ein Online-Mehrspieler-Modus. Das wäre ganz cool, wenn ich mit ein paar Leuten von euch, die das Spiel vielleicht auch haben, eine Runde rumblen könnte. Das würde echt Spaß machen. Leider gibt es diese Möglichkeit nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja mal einen Pokémon-Rumble-Nachfolger, an dem das geht. Und für meinen Pikachu. Yay! Pikachu! Und die Boss-Ebene ist noch in weiter Ferne. Auch ein paar Kukunas befinden sich hier, die ihre Verteidigung erhöhen mit Härtner. Nidorino haut gerade so ein bisschen daneben, aber das macht nichts. Tappa, 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 noch mehr Pikas. Oh, und da bin ich paralysiert. Lauf, Nidorino, lauf! Jetzt nochmal kurz zurückgehen. Ich hab dich nicht vergessen, keine Angst. Ich hab dich bemerkt. Ah, mitkommen möchtest du auch. Da tauchen auch ganz plötzlich Omots auf, von denen du keins mit will. Auch nicht du. Auch nicht du. Nein, sie wollen alle nicht mit. Ha, sie wissen wahrscheinlich selber, dass sie zu schlecht für mein Team sind. Jetzt aber, jetzt muss die Boss-Ebene kommen. Und ich wäre wirklich dankbar, wenn ich mal wieder das Boss-Pokémon einsacken könnte. Na, was könnte das sein? Die Entwicklungsstufe eines kleinen gewissen Elektronagers? Natürlich, es ist der Raichu! Der bestimmt von Pikachus bewacht wird. Natürlich. Nähern wir uns also ganz vorsichtig. Oho, es kommt ganz nah auf uns zu. Ganz schnell. Und das war ein heftiger Donnerblitz. Also schnell angreifen. Schnell, 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 schnell. Na, nein, das war nicht schnell genug. Weg hier. Eben mal die Pikachus entfernen. Die stören nur.
Und weg, weg, weg! Jo! Gerade noch gestoppt, bevor es seinen Mega-Angriff ausführen konnte. Auch Raichu will leider nicht mitkommen. Wirklich schade, ich hätte echt ein Elektro-Pokémon gebrauchen können. Nehmen wir also das ganze Geld mit. Wow, Nidorino ist geil. Alles meins, alles meins. Und weg von der Ebene. Jump! Und wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. 117 Pokémon. Beachtliche Leistung. Manju! Blutzuck, 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 Blutzuck. Gibt es zwischen den Blutzuck sehen einen Unterschied? Nein, die sehen alle ziemlich gleich aus. Knuddelhof, oh, wir haben den Gildenmeister gefunden. Hallo Gildenmeister, wie geht's? Pikachu und Kukuna. Windhauen oder gehe ich in die Flammenschmelze? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Ebenen werden jetzt auch immer ein kleines bisschen länger. Und es ist auch nicht mehr so viel Zeit. Ah, ich versuch's, Ehrenturm! Ab dafür! Im Schnelldurchlauf. Jetzt sind auch schon Smogons hier. Kleine Stinkerles. Vielleicht will sich da sogar einer von denen mitnehmen lassen. Oder auch nicht. Naja. Ich habe für ein Smogon auch nicht sonderlich große Verwendung. Aber ich würde mal gerne wieder das Pokémon wechseln. Was haben wir denn hier noch? Nichts besonders Gescheites. Ah genau, wir nehmen jetzt mal Gildenmeister Knuddelhof. Der Allmächtige. Er haut alle Geister-Pokémon zu Klump. Ja, jetzt sind sie auch endlich mal Geister-Pokémon. Kleine, kugelige Nebulax. Ah, Nebulax. Freunde, Freunde, Freunde. Ich bash euch alle weg. Eins will sogar mitkommen. Und da oben sind noch ein paar. Smogon taucht heimlich aus dem Nichts auf. Bist du ein Ninja, Smogon? Jetzt war mal gut. Au, hey! Schlag nicht den Gildenmeister. Das kann nur Ärger geben. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich mit Gildenmeister meine, dann habt ihr nicht Pokémon Mystery Dungeon 2 gespielt. In dem Fall solltet ihr euch schämen und es sofort nachholen. Ich empfehle es euch. Smogon ist auch kein Problem. Smogon erst recht nicht, aber Smogmog. Auch ein Kinderspiel. Da oben warten nur noch mehr kleine Furzwolken. Jetzt aber auch bis die Beeilung angesagt. Ich habe nur noch knapp 2 Minuten Zeit. Jetzt werden es ganz schön viele Smogmogs. Oh, ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Da fliegt nämlich einiges an Stinkbomben. Kadabra! Oh, Kadabra ist hier. Bitte, schließ dich mal an. Und Alpollo ist auch schon da. Jetzt bekomme ich aber doch langsam ganz schön was auf die Klappe. Nein, Knuddelhof! Der Gildenmeister fällt! Nebulak! Ich vertraue dir! Mann, Nachtnebel ist ganz schön gut. Jetzt muss ich aber schnell weiter. Die Zeit läuft. Kadabra nehme ich nur mit. Den lasse ich nicht einfach liegen. Ganz schön stark ist es schließlich auch noch. So, jetzt sag mir bitte, dass das die Bossebene ist. Nein, das ist nicht die Bossebene. Weg hier, Nebulax. Nebulax, ich verwechsel schon die ganzen Pokémon. Alpollo. Weg hier, Alpollos. Komm, schlag es weg, schlag es weg. Mach mir den Weg frei. Ihr haltet nur auf, geht doch mal weg, alle. Gleich 2 Kadabras werden mitgenommen. Oh oh. Ah! Bei Alpollo habe ich doch ein bisschen das Nachsehen. Immerhin kommt eines mit. 137. Ich versuche es aber mit Kadabra. Es kann schließlich Konfusion. Nicht schlecht. Und da oben wartet der Bossfight, aber ich habe leider keine Zeit mehr dafür. Das ging alles so schnell. Was heißt schnell? Das hat alles so lange gedauert. Und jetzt stehe ich hier. Also, gibt's den Bossfight im nächsten Video.
Wer mag es wohl sein? Ihr könnt ja mal eure Theorie aufstellen, wen ich als nächstes gegenübertrete. Also, bis dann!